Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute ist so ein ekelhafter Tag. Es ist sehr dunkel, es ist kalt und ich hatte gar keine Lust, mich zu schminken. Aber ich hatte Lust, euch die Disney-Paletten zu zeigen. Und ja, wie gesagt, heute mal ungeschminkt, ein paar Wimpern drauf von Highlash. Falls ihr Interesse habt, zurzeit 50% mit meinem Code. Könnt ihr in der Infobox schauen. Und ja, ein paar Pickel sind auch am Start, aber wie gesagt, heute ist wirklich so ein lazy Tag und ja, ich zeige euch mal die Paletten, die sind wunderschön. Ihr habt die bestimmt schon gesehen. Essence und Catrice haben zusammen eine Disney LE gemacht und richtig cool. Also letztes Jahr gab es auch schon Disney LE von Essence und Catrice. Die waren auch schon richtig schön, die hatte ich natürlich auch gekauft, ne? Aber diese Paletten, ich finde die so von der Aufmachung, vor allem die Essence-Paletten, richtig schön. Und wir starten auch mit Essence, mit der Palette, wo ich am meisten hinterher war. Und zwar ist das die Essence-Jasmin-Palette. Der war ich wirklich sehr lange hinterher. Die war wirklich ausverkauft, überall. Und wir waren gestern mit meiner besten Freundin und haben die endlich gefunden. Sie enthält auf jeden Fall meine Töne, lila Töne. Und richtig hübsch. Also ich mache mal die Folie ab, die ist noch drauf. Genau, wir waren der gestern so hinterher gewesen. Die war überall ausverkauft. Das sind die Farben und das sind wie gesagt meine Farben. Lila Töne, ich liebe es. Und oh Mann, die musste ich auf jeden Fall haben. Ich finde auch diese Sternchen hier richtig schön. Ne? Einmal lila, einmal blau, weil Jasmin trägt auch blaues Outfit, ne? Das passt auf jeden Fall dazu. Hätte auf jeden Fall mehr blau sein müssen, sage ich mal. Aber da es viel lila enthält, ist das auf jeden Fall noch mehr meins. Und ja, ich guck mal, dass ich ein paar Farben mal swatche, einfach mal reingehe. Schaut mal, da sind zum Beispiel die zwei Farben. Ich nehme auch hier noch die obere. Ja, ich musste mein Ringlicht anmachen. Wie gesagt, es ist so dunkel und wir haben erst, wie viel Uhr haben wir? Ich glaube 14 Uhr oder so. Schaut mal, also der obere Ton gefällt mir. Der ist schon so ein bisschen nicht so gut pigmentiert. Ja, aber diese zwei Töne sehen richtig schön aus, richtig am Leuchten. Ja, ich freue mich auf diese Palette. Ich war echt so froh, als ich die bekommen habe. Ich war auch noch im Urlaub gewesen und dachte mir, hoffentlich kommen die nicht in meinem Urlaub raus, sonst bekomme ich die nicht, was schwachsinnig ist. Aber ja, das ist nochmal eine andere Sache. Ich muss mir auf jeden Fall ein Taschentuch rausnehmen. Genau, was eigentlich schwachsinnig ist, dass man die nicht bekommt, weil irgendwo kriegt man die sowieso online oder so, ne? Aber ja, wenn es um Disney geht, dann verstehe ich keinen Spaß, sage ich mal dazu. Mulan ist die zweite Palette. Und Mulan gab es letztes Jahr nicht. Also letztes Jahr gab es die Ariel-Palette, die Jasmin-Palette und ich glaube die Rapunzel. Nee, Belle gab es letztes Jahr auch. Ich weiß gar nicht mehr, was es noch letztes Jahr gab. Also Mulan gab es letztes Jahr auf jeden Fall nicht. Und das finde ich richtig cool, dass es dieses Mal dabei ist. Und ja, diese Palette sieht auch wunderschön aus. Das enthält so Brauntöne, Braun-Goldtöne. Und die haben alle so schöne Stanzungen. Hier sind zum Beispiel die Fächer, die da drin eingestanzt sind. Und ja, diese Palette gefällt mir auf jeden Fall auch sehr gut. Das ist eine sehr natürliche Palette, mit der man sehr natürliche Looks schminken könnte. Und ja, hier werde ich auch ein paar Töne mal swatchen. Okay, richtig krümelig hier unten schon. Ne? Das ist einmal diese Farbe. Und dann nehme ich diesen Ton und einmal diesen Ton. Schaut mal. Okay, hier ist die Pigmentierung auch richtig gut. Also der obere Ton, ja, ist okay, aber dieser in der Mitte, der geht schon ab, ne? Also der geht schon ab. Das gefällt mir ganz gut, ne?
Kommen wir zu der dritten Essenspalette. Und das ist die Rapunzel-Palette. Und die ist auch voll schön von der Aufmachung her. Also das sind, wie gesagt, wirklich so dieses Verspielte und so. Das ist voll meins. So, hier haben wir einmal diese Töne. Die sind auch sehr natürlich. Aber auch ein paar Töne, die richtig schön glitzern. Zum Beispiel dieser Ton. Dann gucke ich mal, dass ich diesen hier. Und welchen nehme ich noch? Also diese drei Töne habe ich jetzt. So, das sind die Töne und die finde ich auch richtig schön. Also die gefallen mir auch auf jeden Fall. So, und das waren die Essenspaletten. Jetzt kommen wir zu den Catrice-Paletten. Da gab es natürlich auch was. Und die Paletten sind auch richtig schön. Fangen wir an mit der Pocahontas-Palette. Oh, jetzt ist mir die Folie runtergefallen. Die Pocahontas-Palette. Ich finde das schön, dass man das hier auch so anfassen kann. Und ja, die Pocahontas-Palette. Letztes Jahr gab es die Bronzer-Palette, glaube ich. Ich habe die auch hier direkt in meinem Schminktisch, wenn ich die jetzt direkt finde. Genau, letztes Jahr gab es die, sah so aus, die Pocahontas. Das war aber keine Eyeshadow, sondern Konturpalette. Und dieses Jahr ist das die Palette und die sieht so aus. Ich finde, die sieht viel fröhlicher aus als hier. Hier sieht die so ein bisschen böse aus, ne? Die Bronzer-Palette, die sah ja so aus. Und ja, die verwende ich eigentlich ganz gerne, möchte die aber auch nicht so dolle verwenden, damit die mir irgendwie nicht leer wird oder so. Hier habe ich auch diese Rapunzel-Palette, das war die Highlighter-Palette und diese hier mag ich super gerne und die verwende ich auch super gerne. Aber versuche auch, dass die mir nicht leer geht oder so, weil wie gesagt, die Paletten gibt es ja gar nicht mehr. So sah die letztes Jahr aus, Moment, und dieses Jahr gab es dazu dann die Palette. Richtig cool. Ja, das waren auf jeden Fall diese Paletten. Das war jetzt vom letzten Jahr. So, das ist auf jeden Fall die Palette, wie gesagt. Die enthält schöne Töne. Wie soll es auch anders sein? Sehr tolle Töne. Also das enthält auf jeden Fall rosa, Brauntöne, was auch wie auf jeden Fall meins ist. Was man natürlich schminken kann, aber auch ein bisschen mit dem Rosa, ein bisschen auffälliger. Und wir swatchen hier auch mal. Das sind die, okay, die Pigmentierung ist in Ordnung. Aber jetzt nicht wie bei Essence. Bei Essence war die jetzt ein bisschen besser, finde ich, ne? Irgendwie. Ich weiß nicht. Ja. Ja, schade, ne? Weil Catrice ist eigentlich viel teurer als Essence. Aber naja, vielleicht war das jetzt nur ein Zufall. Und die nächste Palette wird uns was anderes zeigen. Und zwar ist das die Belle-Palette. Die sieht so aus. Letztes Jahr gab es auch die Belle-Palette. Und die war letztes Jahr sehr, sehr blau gewesen. Also sehr viele Blautöne. Hier kann man auch das hier einmal fühlen. Und hier ist auch so eine Rose abgebildet, die man so spüren kann. Ist hier auch was? Ja, ein Stern. Auf jeden Fall, letztes Jahr waren sehr viele Blautöne in der Palette drin. Dieses Mal eigentlich nicht so viel. Also dieses Jahr sind die Blautöne, also haben sich mit den Blautönen sehr zurückgehalten. Eher wieder dieses Gold, aber das finde ich auch toll, weil sie hat ja auch dieses gelbe Kleid, gelb-gold, ne, an. Und das finde ich auch toll, dass da so nicht so viele Blautöne sind, weil Blau ist eigentlich nicht so meins. Aber ja, die Farben sind wirklich schön. Also richtig gut ausgewählt und ja. Und okay, diese Palette gefällt mir auf jeden Fall mehr. Schaut mal,
Also der gelbe Ton ist am Leuchten, der blaue Ton auch. Gefällt mir auf jeden Fall sehr gut. Also das ist so ein Eisblau, ne? Gefällt mir auf jeden Fall richtig gut. Meine Katze ist wieder am Miauen, weil die hier rein möchte. Eben wollte die wieder raus. Kennt ihr das? Ihr lasst sie rein. Die bleibt 5 Minuten, will wieder raus. Und dann will die wieder rein. Ja. So, und die letzte Eyeshadow-Palette ist einmal die Ariel-Palette. Und die ist auch richtig schön. Hier haben wir eine Muschel. Ich kann mich gar nicht mehr erinnern, wie die Palette letztes Jahr aussah. Ich glaube, ich hole die mal raus und ich mache mal einen kurzen Vergleich, weil ich weiß wirklich nicht, wie die letztes Jahr aussah. Ich weiß, dass die Belle auf jeden Fall richtig blau war. Die Ariel-Palette sieht auf jeden Fall so aus. Also, ja. Letztes Jahr war die viel bunter, dieses Mal ist die viel natürlicher, ne? Genau, letztes Jahr gab es auch noch die Tiana-Palette. Das sehe ich hier gerade. Jasmin, Belle, Tiana und Ariel. Genau, und diese Palette ist auch wunderschön. Also kann man nichts sagen. Ich finde auch von dem Bild her richtig schön. Aber auch letztes Jahr fand ich die nicht schlecht. Und da schauen wir mal, welche Töne ich euch swatche. Auf jeden Fall schaut mal. Der blaue Ton, schon richtig crazy. Ursula. Der ist auch richtig schön, so rot. Und welche Farbe nehme ich noch? Dreamer. Oh, voll schön. Schaut mal. Das Blaue und das Rote ist auf jeden Fall richtig gut. Also gefällt mir. Ja. So, dann gab es. Die alte Palette, die muss ich mal nach oben tun. Highlighter-Paletten. Und zwar gab es zwei Paletten. Einmal die Belle und einmal die Ariel-Palette. Also Highlighter-Palette. Die sind natürlich beide mitgekommen. Das ist einmal die Ariel-Highlighter-Palette. Und die hat wunderschöne Töne drin. Also muss ich schon sagen, sind auch diese Muscheln eingestanzt und ja. Was soll man dazu sagen? Ich musste einfach alles mitnehmen. Die Highlighter sind der Wahnsinn. Die gefallen mir auf jeden Fall. Und einmal die Belle Highlighter Palette. Auch wunderschön mit Rosen drinne. Muss ich auch einmal die Folie. Die Paletten habe ich gestern per Post erhalten. Also, die sieht einmal so aus von außen, auch hier mit diesem Feuerwerk. Und das sind die Highlighter. Schaut mal. Und das sind die oberen drei. Die leuchten auf jeden Fall richtig gut und die knallen. Die muss mit, auf jeden Fall. Ja, und was habe ich noch mitgenommen? Ich habe auf jeden Fall noch die Pinsel mitgenommen, weil wie soll es anders sein? Ich konnte an den Pinseln auch nicht vorbeigehen. Ich musste die einfach haben. Das sind diese drei. Und die hole ich euch einmal raus. Das ist einmal Mulan. Habe ich einmal diesen. Einmal Face. Pinsel, Puder wollte ich schon sagen. Also ist auch richtig weich und hier ist auch einmal die Prinzessin drauf. Da steht auch Mulan drauf und Face Powder Brush. Richtig schön weich. Gefällt mir auf jeden Fall sehr gut. Dann habe ich den Pinsel von Jasmin. Ich habe die letztes Jahr die Pinsel auch mitgenommen gehabt. Hier, das ist einmal ein Blenderpinsel und zwar hier ist auch die Jasmin auch drauf. Und einmal Rapunzel. Einmal ein Eyeshadow. Ja, richtig schön, die Pinsel. Und natürlich durften die Lippenstifte auch nicht fehlen. Es gab drei Lippenstifte.
und zwar von Catrice. Das war einmal ja Ariel, die Pocahontas und Belle. Die sehen so aus, also so in Gold. Hier sind die Prinzessinnen abgebildet. Hier steht einmal Catrice drauf und ja, da sind die Prinzessinnen. Und das sind so wie Glosse halt, ne? Also das sind keine Lippenstifte, sondern so Glosse. Und guck mal bitte, wie die glitzern. Richtig cool. Und dann einmal die Belle. Die leuchten alle so schön, ne? Ach Mann. Und einmal die Ariel. Das ist so ein Pinky. Ja, den swatche ich euch mal. Ja, das sind so Glosse, wie gesagt. Also kein Lippenstift. Ich finde es richtig schön. Also diese LE war richtig schön. Und das war wieder der Knaller, dass sie das am Ende des Jahres nochmal rausgehauen haben, ne? Dass sie das noch am Ende des Jahres rausgebracht haben. Also ich hatte mich so gefreut, als ich das gesehen habe. Ich habe nur drauf gewartet, ne? Also ich habe wirklich nur drauf gewartet, wann kommt es endlich raus? Und dann kam es raus und ich musste sofort bestellen, Leute. Ich bin sogar um 7 Uhr, nee, gar nicht, ich bin sogar um 6:40 Uhr extra aufgestanden vor der Arbeit und habe mir die Sachen nochmal in Ruhe bestellt. Das Einzige, wie gesagt, war die Palette von der Jasmin ausverkauft. Die habe ich mir gestern im DM gekauft. Und ja, ich zeige euch mal die anderen Paletten, wie die letztes Jahr aussahen. Vielleicht interessiert das ja einen noch. Einmal die Jasmin, die ist auch richtig schön. Also ja, die hat auch viel gekrümmelt hier. Ich habe die Palette schon ein paar Mal verwendet. Ich mag die Palette sehr. Dann die Tiana-Palette, mit der habe ich auch einen grünen Look geschminkt damals. Richtig hübsch, auch von außen, ne? Das ist diese Palette. Und einmal die Belle-Palette. Die sah so aus. Ich finde die dieses Jahr besser. Mit der habe ich mich noch gar nicht geschminkt. Die habe ich mir letztes Jahr auch ehrlich gesagt nur gekauft, weil die reduziert war. Die hatte ich mir damals extra nicht mitgenommen gehabt, weil ich dachte von den Farben her, es ist auf jeden Fall nicht meins mit dem Blau. Hatte ich mir auch nicht mitgenommen gehabt. Aber dann war die auf 5 Euro reduziert und dann habe ich mir die doch mitgenommen, genauso wie die Tiana, nee, gar nicht die Ariel-Palette. Also ich hatte mir damals die Jasmin und die Tiana-Palette geholt wegen lila-grün und die anderen zwei, die waren auf 5 Euro reduziert und dann dachte ich, dann habe ich das komplette Set, ne? Da musste ich das mitnehmen. Ja. Und dann, wie gesagt, hatte ich euch gezeigt, die Highlighter-Palette und die Bronzer-Palette, die gehörten dazu. Und die anderen Paletten sind auch so schön. Also von der Aufmachung auf jeden Fall richtig schön gemacht, ne? Und ich freue mich schon auf das Austesten. Ich liebe Disney. Also was soll ich sagen, wenn es ums Disney geht? Ihr wisst, ich muss es haben. Und jetzt habe ich es. Ich freue mich richtig drauf. Und ja, habt ihr euch was davon geholt? Also mir ist richtig kalt, ne? Es ist wirklich sehr kalt bei uns. Habt ihr euch was von der LE geholt? Und wenn ja, was habt ihr euch geholt? Schreibt mir das sehr gerne in die Kommentare. Wie steht ihr so zu Disney? Seid ihr genauso verrückt wie ich? Oder sagt ihr, nee, ich muss nicht alles haben? Also eigentlich muss ich auch nicht alles haben, aber irgendwie landet das doch in meinem Warenkorb. Genau. Also, ich wünsche euch einen schönen Tag und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss.